europäischen Universitäten noch relativ neu ist, ist in den USA schon lange ein Standardangebot: Creative Writing. An der renommierten Columbia University in New York unterrichtet der Schriftsteller John Ray dieses Fach. Eigentlich habe ich nie gedacht, dass man mich einladen würde, hier zu unterrichten, aber es ist natürlich eine große Ehre, hier zu unterrichten. Columbia hat ja in den Staaten einen gewissen Ruf. Und ich war, ehrlich gesagt, neugierig, ob ich dazu überhaupt fähig bin. Ich unterrichte nur Schreiben, also es ist eine Stunde pro Semester und da kommen 10 Studenten zusammen. Und jede Woche werden 3 Texte besprochen, jeweils eine Stunde. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob mir das etwas bringt als Autor. Es ist natürlich interessant, über die Arbeit des Schreibens einfach zu reden. Und ich finde schon, dass gewisse Theorien sich entwickeln. Wenn man alleine arbeitet, redet man nur selten darüber, wie man schreibt, wie man die Sache angeht, ob es irgendwelche Strategien gäbe, die besonders fruchtbar sind. Aber das ist jetzt mein erstes Semester hier in Columbia, also diese Fragen bleiben noch offen. Die Columbia gehört zu den angesehensten Universitäten der USA und wird auch von vielen ausländischen Studierenden besucht. Doch in den Kursen von John Ray sind die Amerikaner weitestgehend unter sich. Derzeit, soviel ich weiß, außer eine Russin gibt es keine ausländischen Studenten im Creative Writing Programm. Aber das müsste nicht so bleiben. Ich finde, dass meine Studenten hier in Columbia sehr intelligent sind und man spürt schon sehr deutlich, dass das gute Schüler sind. Ich habe in Ohio, also im Mittelwesten Amerikas, studiert, 4 Jahre lang, auch kurz in Wien an der Universität. Und dann auch kurz hier in Columbia. Ich habe eigentlich nicht in nächster Zeit vor, wieder zu unterrichten, einfach weil ich mich auf das Schreiben konzentrieren muss jetzt zur Zeit. Also ich habe jetzt ziemlich lang gezögert, an meinen jetzigen Roman weiterzuarbeiten und es wird langsam Zeit, das wirklich anzugehen. Auch wenn John Ray das nächste Jahr nicht unterrichten wird, Kurse in Creative Writing wird es an der Columbia weiterhin geben. Und zum Trost kann man ja das Buch von John Ray lesen. Lowboy heißt es auf Englisch. Auf Deutsch ist es unter dem Titel Der Retter der Welt erschienen.